Hallo, ich möchte euch jetzt ein paar grundlegende Dinge zu Spiele und Game-Based Learning Methoden als OER stellen. Möchte ein paar Dinge ansprechen, die sich für mich als ganz praktikabel erwiesen haben. Als erstes finde ich, ist es hilfreich, wenn man sich mal bewusst macht, was man eigentlich für ein spielerisches Lernformat erstellen möchte. Denn meines Erachtens gibt es da Unterschiede und drei verschiedene Formen möchte ich kurz ansprechen. Zum einen wäre da Gamification. Wenn ihr ein gamifiziertes Lernangebot erstellen möchtet, dann heißt es in meinen Augen, ihr schaut nach Spielelementen und wendet die jetzt nicht in einem Spiel, sondern eben in einem spielfremden Kontext, nämlich zum Beispiel hier im Unterricht an oder in einer anderen Lernsituation. Quest-Based Learning ist so ein, finde ich, sehr interessantes Gamification-Format. Ich werde jetzt da nicht weiter drauf eingehen. Falls euch das interessiert, könnt ihr mich gerne ansprechen zu Gamification auch. Ein zweites Format wäre dann Game-Based Learning, also das Lernen mit Spielen, die es schon gibt. Da kann man dann zum Beispiel die Spiele nutzen, um einen Lernimpuls zu setzen, dass man sagt, Schüler im Fremdsprachenunterricht würfeln mit Symbolen und kriegen dadurch Impulse, um zu sprechen, in der Fremdsprache eben. Und das Dritte, und darauf gehe ich gleich am meisten ein, ein bisschen was sage ich auch zu Game-Based Learning, aber das Dritte ist, wie man Lernspiele erstellt und was es da zu beachten gilt, gerade in Hinsicht mit Blick auf OER. Also bevor es zu den Spielen, zum Erstellen der Spiele geht, kurz zu Game-Based Learning und OER. Game-Based Learning, wie gesagt, heißt einfach in meinen Augen Lernen mit Spielen, digital oder auch analog. Und zwar Lernen mit sowohl mit Lernspielen, die dafür extra konzipiert wurden, als auch mit herkömmlichen und eben nicht explizit zum Lernen entwickelten Spielen. Das geht beides tatsächlich. Interessant hier in dem Zusammenhang ist jetzt quasi die Bereitstellung für so eine Game-Based Learning-Methode. Im Endeffekt läuft es meistens meines Erachtens zumindest darauf hinaus, dass ihr dann einen Text habt, Abbildungen vielleicht, wie diese Methode funktioniert und das Ganze dann mit der entsprechenden Lizenz online stellt. Das könnt ihr zum Beispiel machen unter digitale-spielewelten.de, da gibt es so einen Bereich dafür. Das ist eine Plattform, wo man sowas machen kann. Nachher werde ich auch noch andere ansprechen, wo das auch möglich ist. Gut, so viel zu Game-Based Learning. Den Fokus richte ich jetzt eben darauf, wie man Spiele erstellt mit Bezug zu OER. Haben wir hier jetzt einfach spezielle Bedingungen bei so einer kurzen Veranstaltung, die über wenige Tage nur geht. Sehr wenig Zeit. Spieleentwicklung dauert eigentlich häufig länger, sehr lange. Aber wenn man das jetzt unter solchen Umständen einfach mal als Game Jam betrachtet, dass man in sehr kurzer Zeit einfach trotzdem was fertig bringt, dann hilft das vielleicht weiter. Dazu finde ich auch, ist gerade im Bereich OER vielleicht interessant, dass man sagt, so ein Spiel muss gar nicht fertig werden, was auch immer das jetzt dann genau ist, aber es kann ja auch von anderen letztlich weiterentwickelt werden. Insofern lassen sich auch einfach Prototypen entwickeln und veröffentlichen und dann kann man zum Beispiel direkt bei der Veröffentlichung hinzufügen, das ist ein Prototyp, ich möchte bitte, testet das mal und gebt Feedback oder ja, entwickelt es weiter. Und genauso kann man einfach auch ein Konzept veröffentlichen und dann schauen, dass, ob andere das umsetzen können. Wenn es irgendwie möglich ist, dann trotzdem, trotz der wenigen Zeit, die man hat, finde ich, eins der wichtigsten Dinge ist, dass man das testet, was man da macht, weil es passiert irgendwas. Ja? Man hat eine tolle Idee im Kopf für ein Spiel, aber sobald man das in die Wirklichkeit bringt und testet, da passieren Dinge, man merkt, was funktioniert, was funktioniert, oh, was ganz anderes funktioniert plötzlich. Da passiert einfach sehr viel. Gut, dann wäre so eine Frage, die zumindest ich mir immer wieder stelle, wo soll ich jetzt eigentlich anfangen mit dem Game Design? Und ich finde ein paar Wege ganz praktikabel. Jetzt für die OER, im Rahmen von OER vor allem. Zum Beispiel das Modding, also dass man ein bestehendes Spiel nimmt und modifiziert. Da muss ich dann natürlich gleich ganz klar einschränkend sagen, das Urheberrecht ist da zu beachten, man braucht die entsprechenden Lizenzen oder muss eben Rücksprache mit Autoren und Rechtsinhabern halten. Es gibt aber auch gemeinfreie Spiele, die man als Vorlage nutzen kann. Da hilft auch mal ein Blick in Wikipedia zum Beispiel, dann hat man da vielleicht schon ein paar grundsätzliche Ideen. Und man kann natürlich OER-Spiele remixen, wiederverwenden. Da gebe ich gleich ein paar Beispiele. Oder man macht es jetzt, sagen wir mal, so ein bisschen ausführlicher und guckt wirklich nach Game-Mechaniken, Spielmechaniken. Also das ist das, was hauptsächlich in einem Spiel passiert. Man muss irgendwie
Begriffe erklären oder Begriffe raten. Ja? Und dann guckt man, wie kann man mit dieser Spielmechanik etwas erstellen. Gut, ein paar Beispiele für diese OER-Games, die ihr auch direkt remixen könnt. Hier das Sternchen. Ihr müsst einfach immer schauen im Einzelfall, ne? Was für eine Lizenz ist das und was muss ich da beachten. Das Sketchnote-Game, das ist auch beim OER-Camp entstanden. Das wäre ein so ein Beispiel für ein schönes Kartenspiel. Da geht es eben um Sketchnoting, das ihr weiterentwickeln könnt. Dann das BNE-OER-Quartett, Bildung für nachhaltige Entwicklung heißt das. Ist auch, wo die Nele auch mit dran gearbeitet hat, glaube ich. Das ist sowas, was man weiterentwickeln kann. Dann gibt es ein paar Beispiele von einem Open-Ed Board Game Jam. Hier Supersites, das ist was für einen Biologieunterricht. Dann gibt es eine Green Box of Games, das ist eine interessante Spielesammlung mit sehr generischen Materialien, wo man auch Spiele mit entwickeln kann. Und die darin enthaltenen Spiele, die sind auch schon größtenteils OER oder vielleicht sogar alle. Zum Beispiel dieses Make It Count. Das ist was für einen Grundschulbereich, Mathematik, rechnen lernen sozusagen. Ja, und dann gibt es hier von der WHO natürlich auch Lernangebote. Da gibt es extra einen Themenbereich, spielerisch lernen. Da könnt ihr auch schauen, da habe ich zumindest gestern was entdeckt, was man auch weiterentwickeln kann. Genau. Gut, jetzt kommen eigentlich noch zwei Punkte, so ein paar Grundlagen zum Game Design, die ich für mich als wichtig erachte und vielleicht helfen die euch auch. Wenn ihr das irgendwie ganz anders kennt, anders macht, würde mich auch wirklich interessieren. Vielleicht habt ihr mir ein paar Tipps. Bin da immer sehr dankbar für Austausch. Und am Schluss sage ich noch was zur Veröffentlichung von den Spielen, worauf man achten sollte. Also Game Design 101, ist eine kurze Übersicht. Ich sage kurz, was zu einem Spiel gehört. Was es mit diesem komischen Begriff auf sich hat, Learning Goal and Core Mechanic Alignment, für mich eine der wichtigsten Prinzipien oder eines der wichtigsten Prinzipien beim Gestalten von Lernspielen speziell jetzt. Na, darauf fokussiere ich mich immer, Lernspiele. Weshalb ein Prototyp so wichtig ist, Playtests, dann spreche ich ganz kurz das Game Design Dokument an. Das sind einfach so ein paar Basics, die ich jetzt bringe, dass ihr die mal gehört habt und euch vielleicht daran auch orientieren könnt. Und zum iterativen Designprozess möchte ich auch kurz was sagen. Also, was gehört zu einem Spiel? Man muss ganz klar sagen, es gibt keine eindeutige, klare, festgelegte Definition davon, was ein Spiel ist. Das gibt es nicht. Aber es gibt meines Erachtens eine recht praktikable, pragmatische Herangehensweise, wo man sich auf 6 Teile beschränkt und dadurch dann auch recht gut ins Design reinkommt. Ja, wo man jetzt nicht anfängt zu überlegen, was ist ein Spiel oder so, sondern es geht darum, damit zu arbeiten. Und da werden zunächst mal Ziele, häufig ein Ziel, das es im Spiel zu erreichen gibt. Es gibt dann vielleicht noch irgendwelche Nebenziele, weitere Ziele. Dann gibt es immer eine Herausforderung, irgendeine Challenge. Und häufig ist es so, dass es kurzfristige gibt, zum Beispiel bei Kartenspielen. Was mache ich in dieser Runde? Was mache ich in diesem Zug? Welche Karten wähle ich? Und dann gibt es aber natürlich noch ein langfristiges Ziel, das ich irgendwie strategisch mehr verfolgen muss. Wie erreiche ich das Spielziel nachher? Das macht es dann auch interessant, ne? Wenn man nicht immer nur jede Runde was zu entscheiden hat, sondern so langfristig auf was hinarbeitet, gerade auch für Lernspiele, finde ich, das sollte man nicht vergessen. Dann gibt es eben diese Spielmechaniken, häufig eine oder zwei zentrale, manchmal auch mehr. Wie eben jetzt zum Beispiel einen Begriff erraten. Könnte aber auch genau das Gegenteil sein, die anderen täuschen, dass sie nicht den richtigen Begriff erraten. Sowas wäre jetzt was mir für einen Fremdsprachenunterricht einfällt. Und dann gibt es viele weitere Mechaniken, also wenn wir beim Beispiel Kartenspiel bleiben, wie werden die Karten gezogen, kann man Karten kaufen und so weiter, ne? Dass es da einfach noch mehr Mechanismen gibt. Dann haben Spiele Komponenten, und zwar die unterschiedlichsten und letztlich alles, was es auf dieser Welt gibt wahrscheinlich. Ja, das können die üblichen sein, Spielfiguren, Karten, Würfel. Es können aber auch Tools sein, digitale Tools, vielleicht was aus H5P zum Beispiel. Das kann man, ja, ist letztlich vieles möglich. Dann haben Spiele Regeln, die befolgt werden. Und irgendeine Art Spielfeld oder Spielraum, in dem das Ganze stattfindet. Gut, dann dieses Learning Goal und Core Mechanic Alignment. Heißt letztlich nichts anderes wie Lernziele. Ich spreche immer von Lernzielen. Und Spielmechaniken aufeinander abstimmen. Ein Lernziel, meines Erachtens, sagt man damit, jemand kann nachher etwas, er tut etwas oder sie, und das ist eine Tätigkeit, die ich mit einem Verb ausdrücken kann.
Und genauso in Spielen habe ich Spielmechaniken, die ich ebenfalls mit Verben ausdrücken kann. Das, was getan wird. Und wenn ich jetzt es schaffe, die möglichst gut aufeinander abzustimmen, dann ist das meines Erachtens sehr mächtig, wenn man gerade ein Lernspiel machen möchte, weil das häufig dazu führt, dass eben das, was im Spiel getan wird, wirklich auch irgendwie auf das Lernziel hinausläuft und nicht im schlimmsten Fall überhaupt gar nichts damit zu tun hat. Dann, wie gesagt, ist es äußerst hilfreich, ist zumindest meine Erfahrung, möglichst schnell einen Prototypen zu erstellen, egal aus was. Wenn man ein digitales Spiel erstellen will, ist es trotzdem hilfreich, mit Papier sofort anzufangen und zu gucken, was man da machen kann. Und das dann eben direkt zu testen, und zwar den Kern des Spiels, das, worum es eigentlich geht, diese Spielmechanik, die im Kern steht, um zu gucken, ob das funktioniert, wo hakt's. Wenn man es einfach in echt macht, dann stellt man plötzlich fest, zum Beispiel für einen Schulunterricht, stellt man plötzlich fest, oh, wenn das 4 Leute spielen, dann ist es plötzlich sehr laut hier. Wenn das jetzt 30 machen, dann ist es unmöglich, das zu spielen. Hat man sich vorher vielleicht einfach nicht klar gemacht, weil man in Gedanken, die Ideen, die man hatte, da war das einem nicht bewusst. Bringt man es dann in die Realität mit dem Prototypen, dann hat man eben gleich viel mehr Informationen zur weiteren Entwicklung auch. Und da sind wir auch bei dem Punkt, so ich finde es hilfreich, so die wichtigsten Merkmale und Entscheidungen, die man trifft, in einer Art Game Design Document festzuhalten. Was das genau ist, ein Blatt Papier oder irgendein ein Muster, das man sich erarbeitet hat, ist im Endeffekt egal. Aber für ein Lernspiel kann man darin dann eben auch festhalten, was ist die Zielgruppe, wie lange geht das Spiel, ist ja nicht unwichtig für die anderen, die es dann nutzen sollen, zu wissen, ob es jetzt eben 10 Minuten dauert oder 2 Stunden, macht einen kleinen Unterschied. Was ist der Anwendungszweck? Und das Gute daran ist, man hat eigentlich dann, auch wenn man das macht, während der Entstehung hat man direkt die wichtigsten Daten für die Veröffentlichung nachher parat. Muss man nur noch drauf gucken und kann es quasi runterschreiben. Und natürlich hat man im Entwicklungsprozess immer wieder was, wo man drauf zurückgreifen kann und sagen kann, ach ja, dafür hatte ich mich entschieden, hat aber nicht funktioniert, machen wir es anders. Dann noch der Punkt, iteratives Vorgehen. Das betrifft wahrscheinlich alle Designprozesse oder die meisten. Heißt einfach, dass man alles immer wieder wiederholt sozusagen. Und ich habe mal ein paar Stationen hier aufgeschrieben. Für ein Lernspiel würde ich erstmal analysieren, was ist das Bildungsanliegen, worum geht es mir, warum mache ich dieses Spiel, was sind die Lernziele, wer ist die Zielgruppe, kann ich die vielleicht sogar ins Design mit einbeziehen, haben die Ideen für die Story vom Spiel oder was, kann ich mit denen zusammenarbeiten? Das ist natürlich ein Idealfall. Was sollen die Inhalte sein? Dann der nächste Schritt wäre dann einfach das Design, die Entwicklung tatsächlich. Wie gesagt, für mich ist der Fokus auf die Lernziele und die Kernmechaniken sehr wichtig. Dann den Prototypen erstellen, Playtests zu machen, dabei Feedback einholen, beobachten und einfach nochmal die Erinnerung zügig, ohne große Kosten, möglichst mit der Zielgruppe einfach testen, so schnell es geht. Und das natürlich auch öfter. Irgendwann kommt natürlich die tatsächliche Anwendung und darauf kann man sich auch schon ein bisschen vorbereiten, indem man sich Gedanken zur Einbindung macht. Heißt, wenn ich jetzt ein Spiel entwickle, dann wird das ja nachher nicht einfach so gespielt, ein Lernspiel häufig, sondern in einem bestimmten Kontext. Und was gilt es da zu beachten? Wie wird hingeführt auf das Spiel? Was passiert während des Spiels? Was passiert danach zum Beispiel? Ja, und dann wird das Ganze reflektiert und letztlich durchläuft man diesen Kreis wie eine Schleife, springt man hin und her. Das sind einfach so die Punkte, die man immer wieder wiederholt und so auch zum Beispiel verschiedene Prototypen erstellt. Okay, so viel dazu. Es gibt auch noch andere Coaches hier vor Ort, die euch helfen können zum Game Design von Creative Gaming sind. Christian und Andreas, glaube ich, da und Jakob weiß vielleicht auch was dazu. Genau, die könnt ihr eben da auch ansprechen dazu. Zur Veröffentlichung. Eine passende Plattform finden ist abhängig auch von der Art des Spiels. Macht einen Unterschied, ob ihr jetzt ein Kartenspiel habt oder ein digitales Spiel. Print and Play wäre so eine Option für ein Kartenspiel. Das heißt, ihr stellt ein Dokument zur Verfügung, was die Leute sich ausdrucken und dann eben ausschneiden, laminieren. Ist recht aufwendig, aber es ist ein Weg, den man gehen kann. Da könnte man jetzt die eigene Webseite nutzen. Man könnte aber auch zum Beispiel die Tutory-Arbeitsblätter, finde ich, ganz gut dafür nutzen. Dann gibt es hier von der WHO, von den Materialien, da sind auch Sachen drin. Da kann man die jetzt vielleicht auch hinzufügen. Und dann gibt es Plattformen, die zum Beispiel Nele oder Oliver auch gut vorstellen können, euch dazu Infos geben können, wie Glitch oder GitHub, die für vieles, nicht nur Digitales, genutzt werden können. Okay, dann ist die Frage, welche Infos gebt ihr mit raus? Was ist wichtig für die, die es nur anwenden wollen oder nachnutzen wollen? Und da habt ihr dann hoffentlich euer Game Design Dokument und dann ist es recht schnell erledigt. Ein Punkt, gerade für analoge Spiele sind die Regeln klar.
sind die auch gut verständlich erklärt. Und ich persönlich finde es hilfreich, mit Bildern zu arbeiten, dass man sieht, ach, so gehört das aufgebaut und nach zwei Runden sieht es so aus oder so. Das hilft den Leuten, die es anwenden, ungemein. Ne? Weil man sieht halt, man kriegt einfach so unglaublich viel mehr Informationen und es ist nicht so weniger missverständlich, wie wenn es vielleicht nur Text wäre. Dann eben sind die wichtigsten Hinweise zur Anwendung in der Lernsituation, für die es vorgesehen ist, enthalten. Zum Beispiel, was muss ich vorbereiten? Wie führe ich hin zum Spielen? Und der Rollout ist auch so ein Begriff. Wie bringe ich also wenn es ein Lernspiel ist, wie bringe ich die Lernenden dazu, das jetzt konkret zu spielen? Also wie werden die Regeln erklärt? Wie fängt die erste Runde an? Kann ich vielleicht einer Gruppe schon vorab das Spiel mitgeben, dass die es mal kennenlernen und dann vor allen einmal vorspielen, dass dann schneller klar ist, was passiert, als dass man einfach sehr lange Regeln erklärt und das dann auch wieder zu Missverständnissen führt. Dann, was passiert während der Durchführung? Gibt es vielleicht bestimmte Rollen oder Beobachtungsaufträge, auch für die Lehrenden zum Beispiel? Und am Schluss Debriefing, was passiert hinterher? Was passiert mit den Ergebnissen? Wird es diskutiert? Wird es reflektiert? Wird es irgendwie weiterverwendet? Es lohnt sich einfach, da auch schon was dazu zu sagen. Muss ja nicht viel sein, aber ist hilfreich. Dann Metainformationen habe ich jetzt auch erst kennengelernt, dieses Raster von dem Learning Resources Metadata Initiative heißt es, glaube ich. Das ist ein Raster, was hier an der HU auch verwendet wird. Das ist ganz hilfreich. Dann hat man da einfach direkt die Metadaten und kann die mit angeben. Und dann ist es natürlich wichtig, ja, die passende Lizenz zu finden mit Blick bei Spielen auf alle Materialien, die ihr verwendet. Wenn es ein digitales Spiel ist, habt ihr da drin Skripte, ihr habt da drin Sounds, ihr habt Musik, ihr habt Game Art und für all die Sachen müsst ihr einfach gucken, dass es entsprechend die richtige Lizenz ist. Genau. Ja, das war's von meiner Seite. Wenn ihr was entwickelt, wünsche ich euch viel Erfolg dabei und ich würde mich freuen, davon zu hören.